Hallo. Ich habe das immer noch nicht zugedeckt. Das ist jetzt schon ein paar Stunden so. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Und es passiert nichts. Ich glaube, ich müsste das jetzt einmal zudecken wieder. Ich wollte euch noch einmal den Himmel zeigen. Guck mal, das Meer, wie diesig das ist. Es ist richtig feucht und warm. Das ist wirklich richtig, richtig warm. Naja. Und eine Wäsche habe ich aufgehangen. Und jetzt gehe ich wieder runter. Hier muss ich auch gleich sauber machen. Das mache ich alles, aber ich gehe erstmal einkaufen. Ich habe keinen Ketchup mehr und ich habe auch nicht wirklich noch was zu essen. Also ich habe noch Reis. Deswegen will ich mir jetzt auch nicht nochmal Nudeln oder so kochen, sondern ich will jetzt versuchen, den Reis irgendwie mit einer Tomatensuppe oder so nochmal heute zu einer Mahlzeit zu verarbeiten, weil sonst geht das im Müll. Das ist ganz schön viel Reis noch. Leute, ich kratze mich wirklich tot, ja. Ich habe mir die ganzen Hände, die ganzen Arme. Das ist wirklich richtig, man sieht es gar nicht so, ne. Hier hast du jetzt mal so eine Stelle da. Und so, diese kleinen Dinger sind das eben. Und ich habe jetzt mal im Internet geguckt, was diese Viecher sind. Das können diese Krippelmücken sein, die im Frühjahr und im Herbst überall rumfliegen. Das war ja auch schon im Herbst so. Und im Frühjahr, also ich, wenn das diesen Krippelmücken sind, ne, das wäre typisch, weil, also das Typische bei diesen Krippelmücken ist eben, dass sie ja, in Massen auftreten, ne? Und auf dich herfallen oder über dich herfallen, wenn du draußen bist. Und diese Krippelmücken, das sind keine normalen Mücken, wie man sie so kennt, so, dass sie einmal stechen und nur so oberflächlich, ne? Sondern die haben einen richtigen Rüssel, das ist richtig eklig. Und die bohren ein richtiges Loch in die Haut und sodass sogar dann das Blut raustropfen könnte, theoretisch, mit den Beißwerkzeugen, richtig furchtbar. Und dann juckt das. Und zwar richtig doll. Während der Stiches juckt es eben nicht, weil auch die haben so ein Betäubungsding drin. Das merkt man dann nicht. Und das ist ja auch das Doofe dabei, ne? Weil dann, sonst könnte man die ja wahrscheinlich auch sofort wegmachen. Merkt es nicht. Und man merkt es aber ziemlich bald, nachdem die ihr Blut gesaugt haben. Und dann fängst du an zu kratzen. Das soll richtig stark jucken. Und das ist ja genau bei mir der Fall. Das juckt wirklich unnormal stark. Und überall, ne, also, und dann hast du so überall diese Klammern, man sieht das gar nicht bei mir so richtig teilweise, weil das wirklich nur so ganz mini, und guck mal hier, ne, also sieht man vielleicht, hier habe ich eben jetzt kaputt gekratzt, da, und das Nervige ist auch, dass dann eben auch meine Gebetswaschung weggeht, ne, ich kann also, ich kratze mich hier tot und muss dann auch öfters wieder neu machen, weil es eben blutet, ne. Und natürlich ist das auch ungesund, ne? Weil das ist ja Infektionsgefahr und alles. Also das ist richtig eklig. Machen kannst du gar nichts, außer du nimmst diese Mückensprays, die werde ich holen, wenn ich mal wieder runtergehe. Mache ich aber nicht heute. Dann kann man so ein Mückenspray drauf und das soll einigermaßen helfen, auch nicht so richtig, ne? Was man machen kann, ist eben lange Klamotten einziehen und drin bleiben. Mehr kann man nicht machen. Also die denn drin sollen sie nicht beißen, aber das möchte ich mal bezweifeln. Ich glaube, wenn die hier reinfliegen, beißen die hier drin auch, ne? Heute ist es wieder besonders schlimm, richtig doll auch an den Händen. Ich habe ja auch draußen gearbeitet, wahrscheinlich deswegen, ich habe keinen Plan. Es ist eben auch typisch, dass es eben an meinen Unterarmen ist, an den Handgelenken, an der Hand und unten an den Fesseln, eben da, wo ich eben nackig bin draußen. Also werde ich jetzt immer lange Strümpfe anziehen draußen und ich werde vielleicht sogar Handschuhe anziehen, weil das ist einfach, ich kann das nicht mehr aushalten, das Gekratze, ne? Und du kratzt auch tagelang. Das ist jetzt nicht nur, dass du einmal so kurzfristig, sondern das kann über Tage anhalten, dass du kratzt und auch richtig stark musst du kratzen. Ne? Das Dumme ist auch, dass meine ganzen Hände dick geworden sind. Es ist alles dick durch die Wärme wahrscheinlich auch. Ich gehe jetzt runter, ich habe keinen Ketchup mehr. Und deswegen den will ich nochmal kaufen. Irgendwas anderes wollte ich auch kaufen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ne? Ja, genau. Das will ich noch einmal machen. Alles andere habe ich vergessen, was ich holen wollte. Ich weiß nicht mehr. Ich habe dieses gekratzt geht so. Ich habe jetzt hier zwei Stellen, ne? Eine schon wieder am Bein unten, wo ich hier schon wieder bin am Kratzen. Also ich möchte bezweifeln, dass die drin sollen, die nicht beißen. Aber ich glaube, hier der Türkei beißt die auch drin, ne? Also, genau, jetzt gehen wir los. Ich habe hier ein Loch von dem Hund. Die haben mir hier ein Loch eingebissen. Toll, das Kleid. Dieses Kleid hatte ich ja letztes Jahr gekauft. Erinnert ihr euch bei SC Waikiki? Ist ein bisschen eng. Ich bin ja auch fetter geworden. Genau, und dann mache ich das einmal, wenn ich wiederkomme, wieder ein bisschen hier aufrollen, ein bisschen klar Schiff machen. Vorher als allererstes werde ich aber die Gewächshäuser einmal wieder zumachen.
Ich glaube, hier oben ist es auch nicht so schlimm mit den Mücken. Ich glaube, das ist nur unten bei den Tieren dann. I don't know. Ich werde das jetzt einmal alles abspritzen und dann zu decken. Ich hab mein Dings vergessen. Ich habe die Folie vergessen. Was ist hier alles? Was sind das hier alles voller Tiere, ja? Voll eklig. Vielleicht würde ich das doch lieber alles da hinten hin machen, weil hier sind alles Tiere. Keine Ahnung, was das für Tiere sind, Leute. Was ist denn für Tiere alles hier? Ameisen, glaube ich. Jetzt darf es natürlich nicht winden, ne? Wenn das windet, fliegt das alles weg. Und der Wind haben wir heute nicht, im Gegenteil. Es weht kein Lüftchen. Es ist so warm. So warm.
oben mein Schlafzimmer, muss ich unbedingt sauber machen gleich. Und vorher gehen wir einmal einkaufen. Und genau, da mache ich auch nachher sauber, aber erstmal will ich einkaufen gehen. Hi, ich bin wieder draußen. Ich habe eben nicht gesprochen, damit die Hühner mir nicht hinterherlaufen. Ne? Ich habe echt Angst, dass wenn ich jetzt rausgehe, dass die mir dann hinterherfliegen. Ne? Das kann ja sein. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bin lieber mal ruhig. So, jetzt, da spielen Kinder in dem Garten hier. Deswegen ist da, ich höre nämlich immer Kindergeräusche und dann wundere ich mich immer, wo kommt das denn her? Die sind hier in dem Garten, ne? Siehst du, da gehört nämlich jemanden. Ich dachte, ja, vielleicht gehört er denen auch nicht mehr und die haben den schon in der Stadt verkauft, weil da kommt ja die Umgehungsstraße hin. Ja, also das kann die Stadt ja nicht planen, ohne dass sie das vielleicht schon verkauft hat, gekauft hat. Naja, vielleicht haben die das irgendwie gemietet oder dann haben sie Nutzungsbedarf oder so, kann ja sein. Ich gehe jetzt runter, weil ich unbedingt meine Ketchup und so haben will und ich ein bisschen die Beine vertreten. Das ist gar nicht mehr um die Mittagszeit möglich. Ne? Das ist so heiß, ihr glaubt das gar nicht. Und das mit diesen Scheißmücken, ne? Ich habe echt kein, ich habe auch keine Lust, immer so ein Mückenspray drauf zu knallen, mal ehrlich. Und ob das hilft, weiß man ja auch nicht. Ne? Also das ist schon echt richtig nervig. Also heute habe ich mich tot gekratzt an den Händen. Vielleicht wirklich, wenn du arbeitest und du schwitzt, dass die dann noch mal vermehrt auf dich drauf fliegen. Ne? Wie so Schmeißfliegen oder so. Krippefliegen sollen das sein. Die gibt es auch in Deutschland. Ich habe die nämlich auf dem Dorf auch schon mal gehabt. Aber nicht, dass ich mich so gekratzt hätte, wüsste ich jedenfalls nicht. Mein Gott. Wenn es denn das sind. Wenn sie das sind. Man muss ja. Also ist ja eigentlich gar nicht anders möglich. Ich wollte auch meinen Vlog für 19 Uhr einstellen. Also für euch 18 Uhr jetzt Teilzeitumstellung, ja. Das verschiebt sich jetzt übrigens alles. Ich habe keine Lust, dass die Zeiten sind eigentlich gut gewesen. Wir lassen das jetzt mal einfach. Türkische Zeit 19 Uhr, deutsche Zeit dann 18 Uhr. Der andere Vlog dann türkische Zeit 21 Uhr, deutsche Zeit 20 Uhr. Ich glaube, das ist ganz gut. So, und nun? Wollte ich eigentlich auch noch so ein bisschen mit euch spazieren gehen, weiß jetzt aber noch nicht so richtig wohin, weil es ist auch alles bergig, ne? Egal wo du hingehst, alles Berg. Richtig doof. Wollen wir nochmal da hoch zum Asoda Park? Komm, lass uns mal da hoch. Mal die machen da irgendwie Feuer. Ja, ich bin jetzt schon wieder fast am Beam angekommen. Ich frage mich jetzt nur, ob ich hingehe zu Beam oder A101. Mal schauen. Ketchup kriege ich ja sowohl da als auch da. Ich gehe mal beide rein. So sehe ich heute aus. Ich habe das mal nach hinten gebunden, aber wenn man das so bindet, dann ist hier der Nacken auf. Ne? Der Nackenbereich, das soll ja eigentlich auch relativ zu sein, alles. Jojo, so ist das, ne? Alles nicht so einfach. Ich will auch irgendwie noch mal so eine Weste haben in beigefarben oder bräunlich, ne? Dass ich nicht immer diese Dinge anziehen muss. Weil ich habe keine so dünne Weste, wisst ihr? Dass man halt Popo und so alles verdeckt, weil die Kleider ja doch manchmal, wenn man läuft, sieht man schon ein bisschen was. Ja, mache ich aber erst nach dem Ramadan, aber weiß nicht. Das braucht Zeit und jetzt sind die 10 Tage. Das raubt mir zu viel Kraft. Kann ich nicht nachts so gut meine Aufgaben erledigen. Brot 9 Teller, Pita 15 Teller. Pita sind diese runden, ne? Mal gucken. Bisschen zu Beam rein und wenn ich dann nach Hause gehe,
Ja. Mit den Hunden spielen. Lass ich die Hunde raus. Wir haben jetzt so Fahrräder, diese Elektrik-Fahrräder. Aber ich sehe so oft, dass die Leute da mit dem Berg nicht hochkommen. Ne? Bleiben die auf einmal stehen. So. Alles fürs Fest. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach so Nougat-Dingern. Ne? Alles für die Festtage, die Bonbons. Weil bei den Feiertagen gibst du das dann, ne? Die, wenn man sich sozusagen guten Bayram wünscht, dann guten Feiertag wünscht, dann ja, dann gibt man eine Süßigkeit dazu. Tee trinke ich gar nicht mehr. Guck mal, jetzt haben die das hier auch. Ja, Brachtschei. Das hatten die nicht, als mein Mann hier war. Erinnert ihr euch? Haben wir gesucht. Diese Blatttee. Hat mein Sohn aber jetzt mitgebracht. Brauchen wir gerade nicht. Hab ich. Die haben mir auch das alles auch viel zu warm. So, jetzt gehe ich noch mal zu A101. Ketchup habe ich auch vergessen. Hätte ich sonst da auch geholt. Also vergesse ich, nehme da auch noch mal ein Wasser mit, weil ich habe ja sonst nichts zu tragen, dann habe ich dann schon mal noch mal wieder einen mehr. So. Gar keiner außer mir. Und süß. Ein Wasser nehme ich mit. Puh, der ist ausgelaufen. Aber die sind teurer wahrscheinlich. Ja. Ein Wasser mitgenommen, Ketchup und jetzt geht's nach Hause. Total einmal runtergefallen, Mann. Mein armes Handy. Scheint nichts passiert zu sein. Oh mein Gott. Voll auf die Fliesen. Gekauft einmal Wasser. Das ist aber eine Schlepperei hier. Ne? Ich sag's euch. Jetzt habe ich hier noch 4 Stück stehen, aber ich habe schon eine nicht mehr hier. Schon wieder fast alle. Ketchup. Feuchttücher, Creme Chante, Pudding und 2-mal Süßigkeiten, wobei eine schon Matsch ist durch das Wasser. Ja, so.
Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich mir jetzt einmal diesen Waldbeerpudding da mache. Ich glaube, das mache ich mal, dann kann der schon mal kalt werden. Und genau. So. Das kann einmal weg. Und dann würde ich mal diesen Waldbeerpudding einmal ausprobieren. Und dann machen wir hier ein bisschen sauber wieder. Weil das tut Not. Hier ist alles durcheinander. So, das kann auch weg. Das kann weg. Eier fertig gekocht. Hello, Dilla, gucken wir gleich mal, ob die neu produziert haben. Aber erstmal mal ein bisschen sauber hier. Es ist aber schon spät. Ne? Es ist 10 nach 6 schon. Also, wir müssen einmal Cremeschante machen, auf jeden Fall. Und zwar Milch und gucken mal, wie man diesen Pudding macht. Ich mache mir heute, ich habe Reis, hatte ich ja erzählt, und dann mache ich mir halt einfach die Tomatensuppe dazu. Dann werde ich den Reis los und habe das mit einem und habe dann, ja, ich habe keinen Hunger drauf eigentlich, aber egal. Hauptsache der Reis ist weg. Ich habe noch richtig viel. Gut, dann Börek habe ich auch noch. Also das muss alles aufgegessen werden. Aber wir machen einmal Joghurtbrei auch dafür. So. Joghurt brauchen wir für dieses Beerengedöns hier. Joghurtella. Das wollte ich mal machen. Ich brauche dafür aber meine Brille, sonst sehe ich nichts. Meine andere Brille ist oben, glaube ich, weil ich da immer lese. Da ist gemütlicher als hier unten. So, wie funktioniert das? Busdollar bin dann so, Tonmisch, ich küsse mit die Letter, bis so bald da, Süte Chupma, Carbona Boschatten, Üserne Pochette, Tamami, Labe Eden, Mixerin Chupen, Utschlan, Ili Önge, Tüschük, Sonra, Yüksek devirde 3 dakika çırpın. Üzerinde 200 gram bir su bardağı yoğurt ilave edip düşük devirde 1 dakika daha çırpın. Okay, es wird nicht gekocht. Müssen wir çırpın, also mit diesem Mixer wieder machen. Ich brauche 200 Milliliter erstmal. Ich brauche eine Schüssel. Und dann geht's los. So, 200 Milliliter. Und so viel. Bismillah. Ilave Eden, Boschatten. Diese Sachen kommt da jetzt rein. So, wie ist das denn? Soll ja mit Pfirsich sein. Hatte ich immer Hunger drauf. Ihr seht nicht viel, ne? So. Moment. Mal den Mixer erstmal hier starten. Das Kabel ist so kurz, ne? Ich sag's euch. So, müssen wir auch mal sauber machen. So, und dann drei Minuten schlagen und dann den Joghurt dazu und auch wieder schlagen. So sieht das jetzt aus und jetzt mache ich noch mal Joghurt dazu, auch 200 Gramm, also ein Wasserglas. Das mache ich jetzt prima down. Genau. So. Das mixe ich dann auch noch mal. Thank you.
tue das in die Schälchen. Kühlschrank, damit das schön kalt wird. Und dann einmal waschen. Dann mache ich mir meine Klemmschante noch und dann machen wir einmal Staubsauge ich dann hier und wären dann fast bereit. Bisschen noch. Ich habe meine Brille nicht auf und ich glaube, es müsste einigermaßen gehen jetzt hier. Gucken. Sind das 200 Gramm? Fast ein bisschen. So, das war's. Und dann, wie gesagt, beginne ich gleich mit dem Putzen.
So, und jetzt noch einmal kurz hier den Boden wischen. Ich habe Fensterputzen schon gemacht. Ich dachte, ich hätte euch umgedreht, habe ich aber gar nicht. Jetzt habt ihr nichts gesehen, aber ist ja auch nicht so schlimm, ne? So, einmal hier jetzt wischen. Ich lege diese Matte da gar nicht mehr hin, weil da geht der Hund immer ran, ne? Ist echt nervig. Ich muss die auch waschen, die ist total voll Hundesauer. Ja, kannst wieder barfuß laufen, ne? Du brauchst keine Hausschuhe mehr. Ist wieder so warm. So. Gut. Das ist auch okay. Und dann würde ich sagen, erstmal reicht das. Ich muss zu den Hunden raus, weil sonst wird es zu spät. Oben mache ich dann nachher. Jetzt fragt sich nur, was ich anziehe. Ne? Erstmal habe ich die ganze Hundewäsche gewaschen. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine Klamotten mehr. Ich glaube nicht, dass das schon trocken ist. Und selbst wenn ich es jetzt nass anziehe, soll ich jetzt Handschuhe anziehen oder nicht? Und ich will mir auch irgendwie so eine Mütze holen, dass ich über total zu bin. Also nicht nur dieses, sondern so wie so eine Skimütze, weil besser ist, bist echt total zerfressen sonst. Naja, ich guck mal. So, Handschuhe habe ich nicht angezogen, aber ich habe lange Kniestrümpfe an. Die, die da durchlöchert waren, wisst ihr, die habe ich angezogen. So, jetzt die Hühner. Bin gespannt, ob die ein Eigenlicht haben. Aber jetzt zusammen mal gucken. Hier habe ich auch alles festgesteckt in der Hoffnung, dass da nichts passiert jetzt. Aber meine Hände sind frei, ne? Aber ich hatte echt keinen Bock, Handschuhe anzuziehen bei der Hitze. Bismillah. Na, mal gucken. Mal gucken, ob die Eier gelegt haben. Bismillah. Guck mal, wie die schon kommen. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. In einem Affenzahn kommen die. Ja. In einem Affenzahn. Ja, hallo. Na komm. Der Hunger. Ja. Die Katze. Die denkt sich auch, was ist denn mit den Hühnern los? Guck euch das an, ist das nicht süß? Kommt ein Ei. Ich glaube ja. Ja, ja, ihr wart fleißig. Und da ist ein Ei. Und da ist ein anderes Ei. Ihr seid ja ganz süße Mäuse, ne? Jeden Tag ein Ei, ne? Ja, schon wieder blutig. Das kriegt ihr schon noch hin, ne? Ja. Ja, das kriegt ihr schon hin. Ne? So schön macht ihr das, ne? Ja, Katze ist da hinten. Die andere schwarze ist da. Die ist da. Alles da, was da sein muss. Huch. Ne, alles da. Gut, dann nehmen wir mal unsere Beute. Ne? Du wolltest mir schon wieder hinterher, ne, du Schlinge. Ja. Gehe ich noch mal eben zum Müll. So. Dankeschön, ihr beiden. Sehr nett. Da hinten am Baum liegt die Schwarze. Da. Und die Truben da. Tschüss, Inna. Tschüss. So.
Übrigens, ich habe mir noch gar nicht erzählt, wer gewonnen hat. Es hat JHP gewonnen, also CHP. Nicht MHP, nicht MHP. Das war nämlich die regierende Partei, die hier regiert hat die letzten Jahre. Das heißt, wir haben einen Bürgermeisterwechsel. Ja, da sind wir alle gespannt, was dann daraus wohl wird. Und ja, habe ich euch noch gar nicht berichtet. Wollte ich hier mit einmal nachreichen. Ich habe auch erst heute Morgen geguckt, habe gesehen. Ich habe gestern Abend schon gesehen, dass JHP weitaus mehr Stimmen hat als MHP. Genau, damit steht ein Bürgermeisterwechsel ins Haus. Es ist schon richtig spät. Guck mal, es ist 7:45 und ich habe noch nicht gegessen. Ich habe noch nicht mal meine Suppe gekocht. Das kommt, weil ich vergessen habe, meinen Vlog online zu stellen. Und das musste ich noch mal schnell machen. Ich bin heute echt ein bisschen out of the order. Ich bin total verplant heute. Keine Ahnung wieso. Jetzt werde ich als allererstes mal schnell mein Essen kochen. Beziehungsweise meine Suppe machen. Damit ich mal was essen kriege hier, ne? Ich habe es schon öfter geöffnet natürlich. Aber wir müssen ja auch noch essen, ne? So. Ich wollte ja diese Suppe einmal machen dazu, zu dem Reis. Und das werde ich jetzt auch einmal flix tun. Das einmal aufkochen hier. Ja, und dann werde ich ein bisschen Reis dann dazu tun, wenn das aufgekocht ist. Und ein bisschen Sucuk mache ich auch rein, damit ich da auch mal die Sucuk alle bekomme. Und einmal das, was noch? Sucuk und Reis, genau, das muss alles raus hier jetzt. Ich habe auch noch Klemmschante von gestern gehabt. Ne, ich hätte gar nicht machen müssen, ich Idiot. Ich bin wirklich verplant, wirklich. So, hier ist mein Saft. Jetzt habe ich ganz viel Klemmschante. Und ich habe die noch nicht mal zugedeckt. Ja. Und mein Börek, den kann ich schon mal naschen, während ich hier koche. Oh, was war das? Oh nein! Irgendwas habe ich jetzt kaputt gemacht. Oh nein! Oh, mein Ketchup. Ich dachte schon, Ketchup ist nicht so schlimm. Ich habe einfach die Tür zugedrückt. Also heute ist irgendwie der Wurm drin, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, mal den Orangensaft probieren hier. Ich habe schon 3 Datteln gegessen, Wasser getrunken und mehr nicht. Sonst ist da irgendwie so was Schwarzes drin. Das ist immer nicht so gut bei diesen. Weil da waren ja so viele Ameiseneier und so. Die will man ja nicht trinken. So ist gut, glaube ich. Schäle ich da gleich rein und währenddessen essen wir schon mal. Ja. Reis habe ich hier. Guckt noch richtig viel, ja. Mann. Und haben wir immer noch nicht essen. Die Hühner essen ja auch nicht. Muss ich den Hunden geben. Wir dürfen eigentlich nicht im Stehen essen. Habe ich schon erzählt, ne? Und auch nicht trinken. Das Rasten ist schon fast eine halbe Stunde gebrochen. Naja, ich mache mal hier weiter.
Und ihr müsst an den Akku. Ich wollte mich verabschieden. Es ist 22.35 Uhr. Irgendwie, ich habe keinen Planer. Die Zeit ist heute so wahnsinnig vorbeigelaufen, ohne dass ich noch was irgendwie richtig geschafft hätte. Der Staubsauger liegt da auch noch immer noch, ne? Ich hab noch nicht abgewaschen, wollte ich sagen. Bin auf den Ausknopf gekommen. Ich weiß nicht, also irgendwie, mir brennt die, weiß ich nicht mal, wie es 10:30 geworden ist. Ich dachte, es wäre jetzt 9:30 oder so. Naja, wollte das Outro drehen. Wir haben Schlafzimmer auch noch nicht sauber gemacht. Egal, mache ich alles morgen. Ich überlege nur, ob ich jetzt noch mal kurz das Bett beziehe, aber das mache ich ohne euch. Hat ja noch dieses Unterdings nicht drüber gemacht. Das rutscht schon, aber nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also man kann schon drauf schlafen. Ja, abwaschen werde ich gleich nochmal. Das liegt da alles noch. Ich habe die Suppe natürlich nicht aufgegessen wieder. Die Augen waren viel zu groß. Und guck, ob ich den Hund das morgen gebe und den Reis. Und hast du nicht gesehen. Ja, mein Lieben, also die Nacht wird lang bei mir. Ich werde hier noch viel machen. Koran lesen, beten und ähnlich, solange ich halt kann. Dann versuche ich mir so ein bisschen zu schlafen und dann stehe ich wieder auf. Werde euch dann wieder morgen früh inshallah begrüßen, wenn ich das Fasten wieder beginne. Genau, jetzt werde ich einmal dieses Video zu Ende drehen und dann werde ich es schneiden. Ich habe auch noch 2 Videos gedreht für morgen Vormittag, da hatte ich nämlich keine mehr, ich habe gar keine mehr auf Vorrat. Das ist auch doof, weil da muss ich immer abends noch Videos drehen. Tagsüber kriege ich das nicht gebacken irgendwie im Moment. Ich wollte heute Morgen schon drehen, da habe ich ja diese ganzen Einpflanzungsexperimente gemacht. Habe ich nicht mehr geschafft, ne? Egal, mein Lieben, ich verabschiede mich von euch für heute und hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gebracht. Es ist ein weiterer Tag vorbei, der Tag 22 im Ramadan. Es ist wirklich schade, wie schnell die Zeit vorbeigeht, dass man es nicht so nutzt, wie man es eigentlich möchte. Ich glaube, das können wir alle sagen, die wir Ramadan machen, dass wir einfach viel zu wenig tun für das, was wir hätten machen können, um diese wertvolle Zeit für uns zu nutzen. Aber ja, inshallah schaffe ich das auch noch. Ich werde mich bemühen, bemüht ihr euch auch. Bleibt gesund, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald und bis morgen zu einem neuen Vlog, inshallah.